Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute gibt's mal die aktuelle Version von meinem Dragon Shadow, wie ich das am Samstag schon angekündigt habe. Ich habe das Deck ja am Samstag beim Side-Event gespielt und habe den Side-Event im Endeffekt auch gewonnen. Gut, okay, das war nur ein Duell gegen Noble Knight, also ein Match, und im Endeffekt noch gegen Battery Man. Trotzdem gefällt mir das Deck zurzeit eigentlich relativ gut, also hundertprozentig bin ich nicht zufrieden, aber in ein paar Tagen kommt ja auch eine neue Banlist und dann wird das eh nochmal alles überarbeitet hier. Von daher immer noch die aktuelle Version, wie ich es jetzt noch zurzeit spiele vom Dragon Shadow. Angefangen bei einem Black Luster Soldier und ein Dark Arm Dragon, Papa und Mama. Dann Triple Shadow Beast, Double Shadow Dragon, Double Squamata, Double Hedgehog. Ich spiele auf jeden Fall immer noch zwei Falco, würde nicht auf eins runtergehen, nie und nimmer. Dann spiele ich zurzeit mal nur zwei Viper Burster und eine Kollapsschlange, also die kleine Chaos Dragon Engine, um mal noch ein bisschen Platz für ein paar Tech-Lichtkarten zu haben. Ein Verdunklungslindwurm natürlich, Triple Mathematiker, Best Card. Und dann meine Random Light Techs. Einmal die Lila, weil ich die Alti habe und Just Because. Einmal die Felice. Also mir gefällt sie eigentlich zurzeit nicht wirklich. Ich habe sie sehr oft totgezogen, aber muss im Endeffekt spielen, da ich auch ein sehr extraordinäres Extra-Deck habe. Mit Yazzie zum Beispiel. Und da will ich einfach noch eine extra Chance auf 7er Synchros haben. Und deshalb immer noch die eine Felice hier drinne. Und einmal Denko Zekka. Habe ich am Samstag nie gezogen in den 5 Duellen, die ich gespielt habe. Zauberkarten, Triple Shadow Fusion, Triple L Shadow Fusion, bin nochmal auf 2 MST im Main Deck runtergegangen, ein Foolish, ein Raigeki, eine Verlockung und zurzeit noch eine Feindkontrolle, aber ich darf wahrscheinlich auch noch ein bisschen hochgehen, weil die kommen richtig, richtig geil hier im Dragon Shadow, muss ich sagen, also am Samstag schon sehr, sehr gut benutzt hier, um Noble Knight zu übernehmen, mit 4 Ausrüstungskarten angegriffen und im Damage Step dann, also in der Kampfphase, nicht im Damage Step, noch El Shadow Fusion benutzt, um aus dem gegnerischen Noble Knight und einem Shadow noch ein Construct zu bauen. Also Feinkontrolle wirklich sehr, sehr vielseitig. Zurzeit nur eine drin, aber ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben gehen. Eine Super Poly und 3 Shadow Games als Fallen mit einem Shadow Core. Kommen wir zum Side Deck. Da hatte ich am Wochenende folgendes drin: zweimal der Vanity Fiend. 2 Sturmkraft der Monarchen, 2 Max C, eine Mind Control, ein MST, 2 Twister, 2 Painwind und 2 Breakthrough Skill, gefolgt von einer bodenlosen Fallgrube gegen Clifford. Extra Deck ist zurzeit so bei mir: ein Shakinaga, ein Grista, Double Nephilim, Double Midrash, ein Leo. Dann ein Yazzie, Just Because, weil ich kann. Ein Black Rose Dragon. Ein Arcanid. Ein Goyo-Wächter. Leider keinen Platz für den Armadis, aufgrund des Yazzies. Und dann die Exits noch. Ein Exitonite. Einmal Laviva Chain. Ein 360 Noscope. Und einmal der Abyss Dweller. Soweit zu meinem aktuellen Dragon Shadow. Ich hoffe, das Deckprofil hat euch wieder gefallen. Gebt ein paar Likes und Kommentare ab. Bleibt immer dran. Euer 66 Flake.